segeln übers Meer und suchen einen Goldschatz. Mantau, ahoi, juhe. Klausi hat einen Tannenzapfen gefunden. Ein Schatz. Peppa hat ein Schneckenhaus gefunden. Ein Schatz. Luzi hat ein Stück alte Schnur gefunden. Ein Schatz. Freddy hat einen Kieselstein gefunden. Ein Schatz. Ich mach nur mal kurz die Augen zu. Vor dem Schlafen nimmt Pedro immer seine Brille ab. Wir schleichen uns an Pedro an. Ja! Klausi, Peppa, Luzi und Freddy schleichen sich an Pedro an. Du hast geschlafen. Ja, Entschuldigung. Du hast Glück, dass wir nette Piraten sind. Wir haben Schätze. Das ist ja toll. Kommt, wir tun sie in die Schatztruhe. Jetzt können wir sie vergraben. Ja! Und ich bleibe hier und bewache das Piratenschiff. Okay, Pirat Pedro. Aber schlaf nicht wieder dabei ein. Ei, ei, Captain. Hurra! Die Piraten sind unterwegs, um den Schatz zu vergraben. Über den Hügel, um den kleinen Busch herum. Wir vergraben ihn hier. Und wie finden wir den Schatz dann wieder? Wir malen uns eine Schatzkarte. Über den Hügel, um den kleinen Busch und beim Kreuz ist der Schatz. Beim Kreuz ist der Schatz. Pedro ist schon wieder eingeschlafen. Ich bin wach, ich bin wach. Pedro, hast du nicht eine Brille? Einst hatte ich einen großen Haufen Gold rechtmäßig gestohlen, aber ich wurde beraubt von einem Captain Wuck. Was? Piratensprache ist ein bisschen schwer zu verstehen. Captain Wuck stahl meinen Schatz. Oh! Wisst ihr, Captain Wuck ist ein furchterregender Pirat. Einige von euch kennen ihn unter seinem Decknamen. Opa Wutz. Ah, Opa Wutz. Der Plan ist, aus Captain Wucks Versteck meinen Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hurra! Alle sind begeistert davon, Pirat zu spielen. Hallo, Opa Wutz. Wir sind unterwegs. Vortrefflich. Vortrefflich. Opa Wutz und Polly Piepmatz bewachen den Piratenschatz. Möge die schwarze Galeone schnell und der Rückenwind mit uns sein. Was heißt das denn? Alle Mann zum Boot. Ho, ho, ho. Pia. Und stopp. Zieht eure Schwimmwesten an. Auf dem Boot von Opa Kleff müssen alle Kinder eine Schwimmweste tragen. Dieser lausige Captain Kleff sollte längst hier sein. Hier ist eine schöne Tasse Tee, Opa Wutz. Oh, danke, Oma Wutz. Na, endlich! Sind jetzt alle soweit? Herr Captain Kleff, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich auch! Ich auch! Ich auch! Ich auch! Und ich! Wo bleiben die denn so lange? Hallo, Opa Kleff? Ich dachte, ihr wärt schon längst unterwegs. Ja, ja, wir sind fast da. Ich musste nur noch die Mannschaft zusammentrommeln. Ankerlichten! Volle Segel! Piraten sind wir hier, stechen wir in See und holen uns den Schatz. Mantau, ahoi, juhu! Land in See! Dieser Metalldetektor findet vergrabene Schätze. Opa Wutz sucht mit dem Metalldetektor nach vergrabenen Schätzen. Aha! Der Metalldetektor hat etwas gefunden. Wir graben es aus. Eine kleine Münze. Ein Schatz. Hurra! Kommt, wir suchen noch mehr. Aha, wir haben noch was gefunden. Das klingt groß. Du meine Güte, dieser Schatz ist aber ziemlich schwer.
Oh je, das ist kein vergrabener Schatz. Das ist ein rostiger alter Einkaufswagen. Oh. Jetzt ist es mal genug mit der Schatzsuche. Wer hilft mit bei einer ganz großen Sandburg? Ich! Das ist eine gute Idee, Oma Wutz. Ich guck mal schnell nach dem Boot. Oma Wutz hilft den Kindern dabei, eine große Sandburg zu bauen. Und Opa Wutz hat etwas Wichtiges auf dem Boot zu erledigen. Ach, ist das schön. Ich muss mal die Augen zumachen. Ein kleines bisschen. Oma Wutz und die Kinder bauen eine große Sandburg. Sie brauchen eine Menge Sand. Mit Eimern formen sie die Burgtürme. Was für eine prächtige Burg! Jetzt fahren wir nach Hause. Oh, wo ist das Boot hin? Guck, Oma! Oh nein! Opa Wutz schläft tief und fest und das Boot treibt davon. Wir müssen Opa aufwecken. Ruft mal so laut ihr könnt. Opa Wutz, wach auf! Wach auf! Ein gefährlicher Dinosaurier. Peppa bewundert sich im Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste hier im Land? Du allein, Peppa. Miau. Hallo, Peppa. Hallo, ich bin eine Zauberfee. Ich bin eine Hexe. Miau. Ich habe einen Zauberstab. So einen habe ich aber auch. Ich kann dich in einen Frosch verwandeln. Dann verwandle ich dich auch in einen Frosch. Sausia. Oh je, Schorsch hat Angst vor seinem Spiegelbild. Du armer Schorsch. Guck, das ist doch dein Spiegelbild. Also, jetzt wollen wir mal gucken, wer von euch allen das schönste Kostüm anhat. Wer sucht es aus? Ich! Da es Peppas Party ist, sollte sie der Preisrichter sein. Ich bin der Preisrichter. Was ist ein Preisrichter? Der sucht das schönste Kostüm aus. Toll, das mache ich. Peppa überlegt, wer das beste Kostüm anhat. Luzi, kann ich bitte mal dein Kostüm anschauen? Ich bin Schwester Luzi. Ich mache Leute gesund. Sehr gut, Schwester Luzi. Jetzt Klausi. Ich bin ein Pirat. Landratte in Sicht. Jetzt Molly. Miau. Ich bin eine Hexe. Ich verwandle dich in einen Frosch. Gut, ich bin eine Zauberfee und verwandle dich in einen Frosch. Hört auf, ihr zwei. Entschuldigung. Wer ist dran? Ich bin ein Clown. Das ist lustig. Und jetzt Luisa. Ich bin eine Möhre. Lustig. Und mein kleiner Bruder Schorsch ist ein gefährlicher Saurier. Alle sind ganz toll verkleidet. Hurra! Oh. Schorsch hat im Waschbecken eine Spinne entdeckt. Schorsch möchte, dass die Spinne sein Freund wird. Oh. Schorsch mag die Spinne. Die Spinne mag Schorsch. Peppa liebt es, Teekränzchen zu spielen. Wo sind die Schokoladenkekse, Papa? Wir hatten gestern noch ganz viele. Oh, tut mir leid, Mama. Ich muss sie wohl aufgegessen haben. Ho, ho, ho. Schlimmer, Papa. Schorsch bringt die Spinne ins Bett. Heia. Schorsch, was machst du denn? Du sollst mir doch beim Teekränzchen helfen. Ah! Ah! Hilfe! Hilfe! Papa, da ist eine Spinne im Kinderzimmer. Keine Sorge, Peppa. Bitte, Papa, mach sie weg. Kein Grund zur Panik. Hallo, Schorsch. Hast du die Spinne gesehen? Die ist eklig. Bitte bring sie weg. Du brauchst dich doch nicht zu fürchten, Peppa.
Spinnen sind sehr, sehr klein und sie können dir nichts tun. Aber keine Sorge, Papa bringt sie aus dem Zimmer. Wow, die ist ganz schön groß, oder? Ich hol mal gerade Mama Wutz. Mama Wutz! Hallo, Herr Spaghettibein. Peppa ist schon ein bisschen mutiger. Es gefällt ihm in meinem Puppenhaus. Hallo, Kinder. Ihr habt also eine Spinne gefunden. Ich bringe sie aus dem Kinderzimmer, damit ihr spielen könnt. Mama, sein Name ist Herr Spaghettibein. Oh! Kinder, es dauert nicht mehr lange bis Halloween, liebe Kinder. Und deshalb möchte ich gerne einen Kürbiswettbewerb mit euch machen. Oh! Habt ihr alle einen Kürbis mitgebracht? Ja! Ich habe meinen Kürbis aus dem Garten. Meine Mama hat meinen Kürbis aus dem Supermarkt mitgebracht. Und mein Kürbis wurde aus richtigem Plastik gemacht. Ich habe meinen Kürbis nicht mitgebracht, weil Opa Wutz ihn nämlich noch wachsen lässt. Gut. Denkt nur alle daran, eure Kürbisse gründlich auszuhöhlen, damit sie heute Abend zum Wettbewerb schön leuchten. Es gibt Preise für alle, die teilnehmen. Opa und Oma Wutz wollen Peppa abholen. Oma Wutz! Opa Wutz! Hast du an meinen Kürbis für den Wettbewerb gedacht? Oh, keine Sorge, Peppa. Dein Kürbis liegt rund und gesund in meinem Gewächshaus. Ist mein Kürbis denn auch groß, Opa Wutz? Oh, ja! Das ist Opa Wutz Gewächshaus. Darf ich vorstellen? Dein Kürbis. Opa Wutz, das ist der größte Kürbis auf der ganzen Welt. Das ist schon möglich. Aber wie sollen wir einen so großen Kürbis denn bloß zur Spielgruppe bringen? Einen Schritt nach dem anderen, Oma Wutz. Erstmal müssen wir aus dem Kürbis eine Laterne machen. Oh. Deshalb höhle ich diesen Kürbis jetzt erstmal aus. Und jetzt schneiden wir das Gesicht hinein. Und mit einer Kerze bringen wir ihn zum Leuchten. Wunderhübsch. Und jetzt tragen wir die Kürbislaterne ins Auto. Der Kürbis ist sehr, sehr schwer. Also, damit haben wir Schritt 1 geschafft. Das ist himmlisch! Hui! Bitte aussteigen! Das war ein Spaß. Findest du nicht auch, Papa? Ja, ein toller Spaß. Mama, was ist das? Geh drumherum und steck deinen Kopf durch das Loch. Und was passiert dann? Luzi, jetzt bist du eine Tomate. Guckt, ich bin eine Möhre. Oh ja. Und ich bin ein Kürbis. Willkommen im Dinosauriergarten. Oh. Begrüßt mit mir meine Dinosaurierfreunde. Ihr braucht keine Angst zu haben. Sie sind ja nicht echt. Aber sie haben ganz haargenau so ausgesehen, als sie zusammen die Erde bewohnt haben. Das stimmt nicht. Was? Der Triceratops lebte doch in der Kreidezeit, der Stegosaurus dagegen im Jura. Sie haben nicht zusammen die Erde bewohnt. Woher weißt du das? Ich bin eben ein Schlauberger. Nun denn, wer von euch möchte gerne reiten? Ich. Warum gibt es überhaupt Dinosaurier in der Kartoffeltraumstadt? Kartoffeln waren die Lieblingsspeise von Dinosauriern. Nein. Wie auch immer, Kinder lieben Dinosaurier. Saurier. Auf geht's. Hier kommt das Gemüsekarussell Schwingding. Das Gemüsekarussell Schwingding. Ich mag die Kartoffeltraumstadt. Man lernt hier Gemüse kennen und vor allem saust man darauf im Kreis herum. Die Kartoffeltraumstadt, wo das grandiose Gemüse gefeiert wird. Hurra! Peppa ist Frankreich. Ich bin Frankreich. Schorsch ist Russland.
Pedro ist Amerika. Yeehaw! Zoe ist Japan. Konnichiwa. Luzi ist Holland. Hallo. So sagt man in Holland Hallo. Madame Gazelle, und was sollen die Länder der Welt jetzt tun? Wir singen jetzt das Friedens- und Freundschaftslied zusammen. Hurra! Ich liebe singen. Oh, ich auch. Wisst ihr denn noch alle, wie der Text geht? Ja, Madame Gazelle. Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Alle Länder sollen Freunde sein. Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Wir hier wollen Freunde sein. Wunderschön. Und nachher werden wir das Lied für eure Mamas und Papa singen. Jetzt ist Spielzeit. Viel Spaß wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr vertragt euch schön. Alle Länder spielen auf dem Spielplatz. England ist auf der Rutsche. Hui! Frankreich und die Schweiz schaukeln. Deutschland spielt Hüpfekästchen. Eins, zwei, drei. Amerika, Russland, Spanien und Griechenland spielen im Sandkasten. Ich baue jetzt eine riesige Sandburg. Yippie! Da kommen Holland und Japan. Jetzt sind wir mal dran, im Sandkasten zu spielen. Warum? Weil ihr jetzt lang genug da drin wart. Und deshalb kommt ihr da bitte mal raus. Wir wollen aber viel lieber hier bleiben. Oh je, mehr als vier Länder passen nicht in den Sandkasten. Was ist denn hier los? Wir wollen jetzt auch mal in den Sandkasten. Aber wir waren hier zuerst. Und jetzt muss ich mich schön machen. So wie Mama. Peppa hat Mamas Schminkkästchen gefunden. Aha. Zuerst Puder. Sehr hübsch. Und jetzt noch Lippenstift. Mama Wutz ist so schön. Beeilung, Papa Wutz. Du musst jetzt zur Arbeit. Mama Wutz arbeitet am Computer. Hallo, Peppa. Hallo, George. Wie bitte, meine Dame? Peppa, ich hab nur Hallo gesagt. Ich bin nicht Peppa. Ich bin Mama. Ach so, natürlich. Hallo, Mama Wutz. Hallo. Und das ist Papa Wutz. Schorsch! Dir auch guten Tag, Papa Wutz. Entschuldigt mich. Ich habe noch eine Menge zu tun. Hallo? Ja. Machen Sie das. Oh, dann gut. Okay. Peppa genießt es, Mama Wutz zu spielen. Aber Schorsch langweilt sich allmählich. Ein Augenblick. Ich hab's gleich. So, geschafft. Na los, Papa Wutz. Und jetzt bist du dran. Wiedersehen, Mama und Papa Wutz. Wiedersehen. Papa Wutz gräbt im Garten ein Loch. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wieso Peppa? Ich bin Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Papa Wutz will hier arbeiten. Sehr freundlich von Ihnen, Papa Wutz. Aber Vorsicht, es ist ein tiefes Loch. Opa, ich habe jetzt überhaupt nichts zu tun. Du bist der Zirkusdirektor, Peppa. Du hast schon den Hut dafür. Was macht der Zirkusdirektor? Der Zirkusdirektor ist der Chef. Ja, ich werde Zirkusdirektor. Was muss ich tun? Du sagst, willkommen in meinem Zirkus. Erleben Sie das Unmögliche. Das Fantastische. Artistische Tricks und Kunststücke voller Wagemut. Oh. Willkommen in meinem Zirkus. Hier gibt es einen wahren Mut. Mu! Da kommen die Gäste von Oma Wutz Gartenparty. Hallo zusammen. Ich habe eine Überraschung für euch. Eine Zirkusvorstellung. Hochverehrtes Publikum,
Willkommen in meinem Zirkus. Also, zuerst einen Applaus für die wilde Molly Mieze. Und nun Schorsch, Linus und Edmund auf ihren Dreirädern. Schön weiterklatschen für den starken Klausi Kleff. Ich war auch mal starker Mann. Da habe ich Traktoren hochgehoben. Und Emily Elefant jongliert mit Kartoffeln und einem Ei. Oi, oi. Jetzt gibt es was zu lachen. Pedro Pony kommt als Clown. Nicht lachen. Das Lustige mache ich doch erst noch. Oh. Das war das Lustige. Ihr seid wirklich richtig lustig. Dankeschön. Das war's auch schon mit meinem erstaunlichen, überraschenden Zirkus. Peppa, willst du, dass ich dich auch schminke? Au ja, ich wär gern ein Elefant. Oh je, Elefanten kann ich nicht, aber Tiger kann ich. Ja, Tiger ist gut. Schon fertig, Peppa. Jetzt bist du ein Tiger. Toll, ein Tiger. Schorsch, was willst du gerne sein? Saurier. Ein Saurier? Wie wär's mit einem Tigergesicht? Tiger kann ich gut. Ich bin ein Tiger. Bin ich auch? Miau. Tiger sagen nicht wuff, wuff. Was weißt du schon? Tiger sind eben Katzen. Miau. Genau wie ich. Molly, kannst du uns zeigen, wie Tiger sein geht? Okay. Tiger können sehr leise schleichen. Und dann schnapp. Tiger lecken sich gern mit ihrer Zunge ab. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo Kinder. Oh, Schweineschreck. Ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeig Ihnen, was ein echter Tiger tut. Und was habt ihr kleinen Tiger danach vor? Saurier. Stimmt ja. Wir müssen für Schorsch einen Dinosaurierballon finden. Alle bekommen einen Ballon. Hurra! Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich. Sucht euch welche aus, meine Kleinen. Kann ich den Elefantenballon haben? Bitte sehr, Peppa. Ich nehme das Känguru. Den Löwen, bitte. Den Affen, bitte. Den Papagei, bitte. Oho, oho, ja, ja, was ihr wollt. Und das Wichtigste ist, haben Sie auch einen Dinosaurierballon dabei? Oh. Oh! Mama, Papa, es ist ganz dunkel und die Musik geht nicht mehr. Der Staubsauger geht auch nicht. Und mein Computer ist ausgegangen. Oh! Mama Wutz versucht, das Licht einzuschalten, aber es geht nicht. Bestimmt ein Stromausfall. Was ist ein Stromausfall? Stromausfall heißt, es gibt keine Elektrizität mehr. Was ist Elektrizität? Elektrizität. Das ist, was alles hier im Hause antreibt. Kommt denn dann die Elektrizität wieder? Ja, aber in der Zwischenzeit brauchen wir eine Taschenlampe. Ich glaube, wir haben eine im Keller. Alles klar, ich gehe sie mal holen. Geht das denn, Papa Wutz? Haha, natürlich geht das. Ich sehe sehr gut im Dunkeln. Wer hat das dahingestellt? Oh. Papa, alles in Ordnung? Ja, es ist nur ein bisschen dunkel hier unten. Oh, jetzt fällt's mir ein. Ich glaube, die Taschenlampe ist in der Küche. Aha. Mama Wutz hat die Taschenlampe gefunden. Darf ich die Lampe halten, Mama? Na gut. Schorsch, guck mal hier. Peppa zieht eine lustige Grimasse.
Keine Angst, George. Das ist doch nur Pepper. Oh, wir sollten Papa sagen, dass wir die Lampe gefunden haben. Papa Wutz ist immer noch im Keller und sucht nach der Taschenlampe. Sie muss doch hier irgendwo sein. Papa, wir haben die Taschenlampe gefunden. Zum Glück war sie die ganze Zeit in der Küche. Na, was für ein Glück. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Elektrizität wiederkommt. Und wie lange dauert das? So ganz genau? Ich würde sagen, ganz genau eine lange Zeit. Oh, aber George und ich wollen doch noch weiter tanzen. Und was kommt jetzt in der Geschichte? Ungezogene Oma Wutz, du hast sie geweckt. Wir schlafen ja wieder ein, wenn die Geschichte fertig ist, Opa Wutz. Ich bin gut im Fertigerzählen, Oma Wutz. Du kannst runtergehen. Ich komme gleich nach. Da ist ein Junge, eine Bohnenranke, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter und ein Koch mit dem leckersten Essen der Welt. Und als sie mit dem leckeren Essen fertig waren, schliefen alle ein. Ende. Und alle wachten wieder auf und dann kam ein Zauberer. Ein Zauberer? Ja, ein Zauberer. Der macht eine große Zaubershow. Ah, aber... Dann kam auch noch ein schrecklicher Drache. Oma Wutz, Mama Wutz und Papa Wutz warten immer noch mit dem Essen. Diese Gute-Nacht-Geschichte scheint nicht zu wirken. Ich bin hier der Experte für Gute-Nacht-Geschichten. Bei mir schlafen sie 0, nichts. Ah, ein schrecklicher Drache! Peppa, George, ab ins Bett. Aber Opa ist doch noch nicht mit der Geschichte fertig, Papa. Die erzähle ich zu Ende. Ich komme in einer Minute. Also, da ist ein Junge, eine Bohnenranke, ein Schloss, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter, ein Koch, ein Zauberer und ein schrecklicher Drache. Und ein sehr hungriger König. Sie speisten alle zusammen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Und dann gab es eine Party. Hopp. Mit all ihren Freunden. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserer Aufführung Rotkäppchen und der böse Wolf. Zuerst stellen sich die Schauspieler vor. Bitte, bitte, mit Rücksicht auf die Schauspieler, nicht fotografieren. Und jetzt beginnt unser Stück. Großmutter ist zu Hause. Doch wer ist dieser Besucher? Ich bin der große böse Wolf. Gut gemacht, Klausi! Oje, Klausi hat seinen Text vergessen. Großmutter, du musst in den Schrank gehen. Geh in den Schrank. Der große böse Wolf tut so, als wäre er die Großmutter. Oh. Ich bin das kleine Rotkäppchen. Ich besuche meine Großmutter. Bravo, Peppa. Papa, du darfst nicht fotografieren. Ups, Verzeihung, Peppa. Mach weiter. Ich besuche meine Großmutter. Oh, du siehst nicht aus wie meine Großmutter. Warum hast du so große Augen? Warum hast du so große Zähne? Du bist nicht meine Großmutter. Du bist der große böse Wolf. Hilfe, zu Hilfe! Doch seht, wer ihr ist, gerade noch rechtzeitig. Pedro der Jäger. Hilfe, zu Hilfe? Gerade noch rechtzeitig, Pedro der Jäger. Pedro ist ein bisschen schüchtern. Pedro, möchtest du, dass ich dich begleite? Ja, bitte. Du bist ein ganz unartiger Wolf. Ich hab dich gerettet, Großmutter. Hurra! Warum
sind denn die ganzen Schnecken nicht auch im Bett, Opa? Sie bleiben die ganze Nacht wach und fressen dabei mein Gemüse. Manche Tiere fressen tagsüber, so wie die Hühner. Und manche Tiere fressen nachts, so wie... Oh, der Fuchs! Hallo, Opa Wutz. Schön die Hühner ins Bett geschickt, oder? Oh ja. Schön gemütlich im Hühnerstall. So ist recht. Also, ich muss wieder los. Gute Nacht. Gute Nacht. Also, wo war ich stehen geblieben? Manche Tiere fressen nachts, so wie... Oh, hallo. Opa, da ist ein kleines Tierchen in deinem Eimer. Ja, das ist ein Igel. Die fressen zum Beispiel gerne Schnecken. Hallo, kleiner Igel. Oh, er rollt sich ein wie ein Ball. Ja, Peppa. Igel sind sehr scheu. Komm raus, kleiner Igel, komm. Hab keine Angst. Ich mag Igel. Die halten nämlich die Schnecken davon ab, meinen leckeren Salat zu fressen. Wiedersehen, Igel. Wiedersehen. Gibt es hier denn noch mehr Nachttiere, Opa? Ja, es gibt Motten. Oh, die sehen aus wie Schmetterlinge. Schmetterlinge, die aber nur nachts rauskommen. Sie lieben das Lampenlicht. Wenn es weggeht, verschwinden sie. Und wenn es dann angeht, kommen sie wieder. Darf ich mal? Okay. Wiedersehen, ihr Motten. Hallo, Motten. Wiedersehen, Motten. Und wenn wir die Lampe auslassen, sehen wir noch ein Nachttier, ein ganz klitzekleines Tier. Wo? Guckt mal hoch zum Himmel. Ist das eine Sternschnuppe? Nein, das ist ein Glühwürmchen. Glüht das wirklich? Nein, Peppa. Es hat einen Bauch, der leuchtet. Boah. Ich kann auch noch lauter. Nein, das war wunderbar, Klausi. Pedro Pony, was ist dein Talent? Zaubertricks. Hier ist ein Glas mit Wasser. Es ist nass und durchsichtig. Ah! Und jetzt lasse ich das Wasser verschwinden. Oh! Bitte schließ die Augen. Öffnet eure Augen. Das Wasser ist verschwunden. Dankeschön. Emily Elefant. Ich spiele jetzt Blockflöte. Und was ist dein Talent, Luisa? Ich kann einen besonderen Ton. Das geht nur, wenn ich auf Zehenspitzen stehe. Das war aber sehr gut. Ja, aber was kann ich zeigen? Molly, was ist dein Talent? Seilspringen. Ich wollte doch Seilspringen. Aber ich kann immer noch tanzen und singen. Mein Talent ist Singen. Funkel, funkel, kleiner Stern. Aber ich kann ja immer noch tanzen. Luzi Locke, was ist dein Talent? Tanzen. Nein, du kannst nicht tanzen. Oh weh, tanzen war Peppas letztes Talent. Es ist wunderbar, dass jeder von euch heute ein anderes Talent vorgeführt hat. Mama, Luzi hat einen ausgedachten Freund. Sein Name ist Leo Löwe. Ich verstehe. Und mag er denn auch Käsekuchen? Boah, Leo liebt Käsekuchen. Sei nicht dumm, Peppa. Das war nicht Leo. Das warst du. Leo mag lieber Schokoladenkuchen. Ich habe keinen Schokoladenkuchen. Mag Leo denn auch Käsekuchen? Er will mal ein Stückchen probieren. Mama Wutz gibt Luzis geheimem Freund ein Stück Kuchen. Schorsch spielt mit seinem Dinosaurier. Sausier! Grrr.
Schorsch, du sitzt auf Leo. Schorsch weiß nichts von Luzis geheimem Freund. Leo Löwe sagt, er schafft seinen Kuchen nicht ganz. Also kann Schorsch ihn haben. Gehen wir jetzt zum Spielen nach oben? Ja, wir können verkleiden spielen. Ich frage erst mal Leo. Oh. Leo sagt, er spielt jetzt sehr gern verkleiden. Gut, dann komm, Leo. Peppa und Luzi spielen verkleiden. Peppa ist eine Fee. Ich erfülle dir einen Wunsch. Ich wünsche mir, ich bin Königin Luzi. Und Leo Löwe wird dann dein Hofnarr. Er will aber nicht der Hofnarr sein. Er will König sein. Da kommt Papa Wutz. Mama Wutz sagt, dass ihr ganz besonderen Besuch habt. Es ist doch bloß Luzi, Papa. Ist da nicht vielleicht doch noch jemand anderes, Peppa? Da ist jemand anderes. König Leo Löwe. Oho, ich grüße Sie untertänigst, König Leo. Papa Wutz tut so, als könnte er König Leo sehen. Darf ich sagen, was für eine wunderschöne Mähne Sie haben? Ja, sie ist wirklich schön. Und er hat dazu seine besten roten Hosen an. Hoho, oh ja. Hm.